Start in einer Höhe von 2557 Metern. Die Tour, die die Skiprofis Benedikt Meyer und Markus Eder gemacht haben, ist auch für Freestyle-Könner durchaus außergewöhnlich. Die Bilder von ihrer Fahrt wurden jetzt veröffentlicht. Die beiden Extremsportler rasten den höchsten Bergpass Italiens, den Stelvio Pass oder Stilfser Joch, in die Tiefe. Dabei überquerten sie springend mehrere Straßen. Zusätzliche Schwierigkeit, richtig viel Schnee, hatten sie bei ihrem Abenteuer nicht. Auf ihrer Fahrt nutzten sie dabei alle Gegenstände, die ihnen in die Quere kamen. Nach Angabe der Organisatoren hat es eine solche Abfahrt bisher noch nicht gegeben. Meyer und Eder hatten sich monatelang darauf vorbereitet.